Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Steckbrett, das in Ihrem Kasten mitgeliefert ist, ganz einfach Schaltungen aufbauen können. Ich habe das in meiner Zeit als Entwicklungsingenieur sehr oft gemacht und habe die Vorteile schätzen gelernt. Es lässt sich eine Schaltung damit sehr schnell aufbauen, sie lässt sich leicht ändern, man muss nicht löten dazu und Sie können jederzeit daran Messungen vornehmen, beispielsweise mit dem Oszilloskop oder mit einem Multimeter. Um Ihnen ein bisschen klar zu machen, wie dieses Steckbrett verwendet ist, habe ich ein altes Steckbrett aus meinem Entwicklungskasten geholt. Und da sieht man sehr schön auf der Rückseite, wie diese ganzen Löcher, die Sie hier sehen, eigentlich verbunden sind. Ich drehe das einmal um. Da sehen Sie, dass auf der Rückseite getrennte Kontaktstreifen vorhanden sind. Das heißt, die waagrechten Verbindungen sind hier durchverbunden, der Länge nach, sowohl der obere Streifen als auch die untere Reihe. Ganz unten ist eine längs verbunden und die Felder in der Mitte sind alle senkrecht miteinander verbunden. Auf der Rückseite sieht man das ja sehr schön. Die Metallklammern in der Mitte gehen senkrecht von oben nach unten. Und die Metallleisten an der Ober- und Unterseite gehen über die ganze Länge längs, sind praktisch komplett miteinander durchverbunden. Das, wenn Sie im Hintergrund, im Hinterkopf bewahren, kommen Sie, denke ich, ganz gut zurecht. Wenn Sie mit dem Steckbrett jetzt arbeiten, benötigen Sie die Verbindungsleitungen, die auch in Ihrem Kasten sind. Wir haben da verschiedene Leitungen. Sie haben hier ein paar, 5 Stück, die ein bisschen länger sind und ich habe ein paar mehr, die kürzer sind, für Sie in den Kasten gelegt. Prinzipiell ist so, mit den längeren machen Sie Verbindungen, ja zum Beispiel von Ihrem Board aufs Steckbrett und die kürzeren sind für Verbindungen innerhalb des Steckbretts gedacht. Außerdem sind in Ihrem Kasten Mehrfachleitungen, also diese hier, wo bis zu 4 nebeneinander sind. Die sind vor allem gedacht, wenn Sie mit dem Flüssigkristallanzeige, mit dem LCD-Display Schaltungen aufbauen, weil da können Sie genau diese 4er- und die 3er-Gruppe sehr gut brauchen. Diese können Sie verwenden, wenn Sie eine bisschen längere Leitung legen müssen. Und diese hier ist sehr universell, weil die hat die richtigen Farben gleich, rot und braun. Die werden wir für die Versorgung mit dem vom Steckbrett nehmen, also wie wir vom Board aus unser Steckbrett mit 5 Volt versorgen. Da nehmen Sie vorzugsweise diese doppelte Leitung. Bei den Mehrfachleitungen passen Sie bitte sehr gut auf, dass Sie die Leitungen immer senkrecht in dieses Steckbrett reinstecken und dann nicht daran wackeln irgendwie und seitlich in diese Richtungen ein Drehmoment also aufbringen, also schief irgendwie daran gehen, weil die können abbrechen. Wenn die Spitze einmal abgebrochen ist, lässt sie sich nicht so einfach wieder reparieren und Sie haben diese Leitung nicht mehr zur Verfügung. Also vorsichtig bei den Mehrfachleitungen, die sind da besonders anfällig. Wenn so eine kurze Leitung mal tatsächlich abbrechen sollte, erstens, also diese normalen Leitungen sind nicht ganz so empfindlich. Und wenn sie abbricht, dann kürzt man sie halt ein Stückchen und dann kann man sie schon noch weiterhin verwenden. Die Mehrfachleitungen sind dann einfach erstmal kaputt. Ich werde Ihnen jetzt eine kleine Schaltung aufbauen und da fangen wir am besten an, dass wir erst einmal ein Schaltbild zeichnen, denn das ist selbst bei einfachen Schaltungen für die Übersichtlichkeit ganz gut. Ich nehme dazu hier einen Widerstand, eine Leuchtdiode und ich möchte einfach nur die Leuchtdiode vom Board mit 5 Volt versorgen. Das heißt, die Schaltung ist hier wirklich simpel, wie es geht. Ich habe eine Versorgungsleitung plus 5 Volt. Ich habe unten meine Versorgungsleitung Ground oder auch 0 Volt. Und dazwischen brauche ich eine Leuchtdiode. Die zeichne ich so. Und einen Vorwiderstand. Der Vorwiderstand hat 150 Ohm. Und das ist die LED.
Rot kann man noch dazu schreiben. Okay, das wäre es auch schon für unsere Schaltung. Und diese Schaltung bauen wir jetzt mit dem Steckbrett auf. Dazu nehme ich mir das Steckbrett und praktischerweise nutzen wir gleich diese langen durchgezogenen Leitungen, und zwar die rote für Plus und die blaue in diesem Fall für Minus. Generell nutzen wir Rot immer als Plus in unseren Versuchen und als Minus in der Regel schwarz, weil ich davon einfach mehr Leitungen habe. Hier blau ist nur eine da und schwarz habe ich hier vier drin liegen, deswegen nehmen wir als Minus generell schwarz. Auf dem Steckbrett ist es halt blau. Das kann man jetzt nicht ändern. Und auch auf dem Board selber sind die 0 Volt Anschlüsse, wenn Sie es sehen, hier in blau gekennzeichnet, habe ich Ihnen angemalt, und plus 5 Volt ist der rot bemalte Anschluss, damit man es immer schön leicht findet. Okay. Nehmen wir unser Board und drehen es erstmal sinnvoll. Man kann es so rum betreiben, man kann es andersrum machen. Besser ist immer, wenn Plus oben ist und Minus unten, weil man den Schaltplan das ja auch so zeichnet, dass die 0 Volt Leitung unten ist. Also lege ich das Board so rum hin und sage, okay, später wird hier oben mit Plus versorgt und da unten mit Minus. Falls ich jetzt die 0 Volt Leitung auch auf der unteren Hälfte gerne hätte, auf der unteren Schiene, damit es einfach näher am Board ist, kann ich hier vom Minusanschluss an den unteren Minusanschluss eine Brücke stecken. Ich hoffe, man sieht das. Das geht hier von dem unteren an den unteren. Damit sind beide blauen Leitungen jetzt am Ende auf 0 Volt. Dann stecke ich meine Bauteile rein. Ich habe hier zum einen den Widerstand, 150 Ohm. Den knicke ich ab und stecke ihn in beliebige zwei Löcher einmal rein. Sieht dann so aus. Dann stecke ich meine Leuchtdiode. Die soll ja, der Pluspol von der Leuchtdiode mit dem Widerstand direkt verbunden sein. Deswegen muss ich jetzt in die gleiche, ich brauche einen Zeiger, hier in die gleiche Schiene, also diese fünf Kontakte, die miteinander verbunden sind, in diese Schiene muss ich jetzt auch die Leuchtdiode stecken. Ein oft gemachter Fehler ist, dass man sie daneben steckt, aber so wird das nicht funktionieren. Man muss sie tatsächlich auf die gleiche Schiene mit draufstecken. Ich halte das mal ein bisschen näher an die Kamera, damit Sie das sehen. Genau. Er tut sich schwer, das scharf zu stellen. Okay, aber ich denke, es kommt raus. Es muss wirklich in der gleichen Schiene liegen. Dann nehme ich einen roten Draht und verbinde den anderen Anschluss vom Widerstand mit der Plusschiene, also einmal hier oben rein, rumbiegen und irgendwo in diese Schiene, die den Widerstand verbindet. Ich muss das mal so schief halten, dass man es schön sieht. Außerdem den Minuspol von der LED runter an den Minuspol, an die Minusschiene. Okay, damit wäre diese Schaltung gesteckt und so sollte sie auch funktionieren. Jetzt müssen wir das Steckbrett noch versorgen vom Board. Das Board ist hier schon versorgt, die grüne Leuchtdiode leuchtet. Und ich nehme jetzt diese Doppelleitung und gehe vom Pluspol Board und der benachbarten Masse direkt auf unsere zwei Schienen. Wichtig ist, dass bevor Sie das Ganze anstecken, Sie doch mal wirklich kritisch kontrollieren, dass Sie keinen Kurzschluss gesteckt haben. Denn das würde unter Umständen Ihr Board oder Ihr, noch schlimmer, Ihr Notebook oder Ihren PC, Ihren USB-Anschluss beschädigen. Also ich stecke das jetzt hier rein. Wo spielt an sich keine Rolle.
Und dann sehen Sie auch, die Leuchtdiode leuchtet. Okay, ich hoffe, Sie haben verstanden, wie das Steckbrett zu verwenden ist. Behalten Sie immer im Hinterkopf, wie die Pins unten miteinander verbunden sind. Genauso ist es bei unserem Steckbrett auch. Also diese sind miteinander verbunden und die waagrechten sind komplett von vorne bis hinten durch verbunden. Zu den anderen Bauteilen wie Widerstand, Leuchtdiode, Taster, Potentiometer werde ich noch weitere Videos drehen.